Hallo, liebe Klemmbaustein-Fans. Wir sind's wieder, Daniela und Sascha. Ja, willkommen zum 1001000 Abonnenten-Special. Genau. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Das war der Wahnsinn. Letzte Woche Sonntag, der Hammer, was da im Chat los gewesen ist. Unglaublich. Ich weiß auch noch nicht, was ich sagen soll. Genau. Ich überlasse der Frau das Reden heute. Das war auf jeden Fall richtig, richtig toll mit euch. Die Livestreams mit euch machen immer Spaß, aber die Tausender-Marke zu knacken ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Deswegen von uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben für euch. Ihr seid wirklich richtig toll. Es macht riesig viel Spaß mit euch. Deswegen nochmal vielen lieben Dank. Und wir freuen uns auf ganz viele weitere Monate, Jahre, Jahrzehnte, genau. Jahrtausende werden wir nicht schaffen. Jahrhundert, wird eng. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran und ihr habt uns auch im Vorfeld ein paar Fragen gestellt, die werden wir heute beantworten. Ganz wichtig an der Stelle noch, wir haben das 500er Abonnenten-Special quasi fertig. Es wird dann jetzt eine Woche nach dem 1000er Abonnenten-Special kommen. Könnt ihr euch noch drauf freuen, ist auch mal was ganz Besonderes, mal was, was wir so noch nicht hatten. Und ja, genau, da könnt ihr gespannt sein, wie ein bekannter YouTuber zu sagen pflegt. Und wir werden nicht nur eure Fragen beantworten, sondern wir werden auch noch ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Dazu kommen wir dann, so nachdem wir die Fragen so beantwortet haben. Also, legen wir einfach mal los. Es sind jetzt nicht viele, was auch mitunter daran liegt, dass ihr natürlich durch die Livestreams viel Kontakt zu uns habt und da viele Sachen auch schon beantwortet werden. Einige von euch sind dann auch im Discord. Deswegen, ja, aber so ein paar interessante Sachen sind dann doch jetzt bei rumgekommen und wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja auch noch ein paar Fragen an euch. Also, eine Frage bzw. eine Bitte ist gewesen, dann mal zu zeigen, wenn es mit dem Laden losgeht, auch quasi, wenn es dann feststeht, welcher Laden es ist und dann im Vorfeld, weil ihr wisst ja, wir wollen erst so Ende nächsten Jahres loslegen, da schon mal so ein bisschen was zu zeigen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir haben da ja auch, oder ich hatte extra noch einen Vlog-Kanal eingerichtet, der jetzt momentan ein bisschen brach liegt, weil es einfach nicht so viel zu berichten gibt. Aber da wird dann demnächst, ich denke mal wahrscheinlich auch noch dieses Jahr, ein bisschen Content kommen rund um den Laden und das Ganze, was da so los ist. Genau. So, wo wir gerade beim Laden sind, steht eine Frage auf der Liste. Wer ist auf die Idee mit dem Shop gekommen? Er war's. Ich war's. Ich habe das alles angeleiert. Erst mit dem YouTube-Kanal, dann mit dem Shop, dann mit dem Laden und dann machen wir den Shop. Also ist ja, Shop ist ja Englisch für Laden, also im Endeffekt aber Online-Shop, dann eben quasi als Vorbereitung der Laden. Die Idee war da und dann habe ich die Frau so nach und nach davon überzeugt und ihr aber versichert, wir machen das jetzt nicht von heute auf morgen, sondern wir gucken mal mit dem Online-Shop, wie das so alles läuft, sammeln Erfahrung und dann gucken wir mal weiter. Und da das ja alles ganz gut aussieht, gibt es dann eben den Laden. Denke ich doch. So, ja. Welche Sets laufen am besten und welche bringen am meisten? Na? Ja, ich würde mal sagen, auch wenn wir uns das anfangs nicht unbedingt so wirklich vorgestellt hatten, bringen aber eigentlich eben die Sets für Erwachsene tatsächlich momentan mehr. Klar, die Erwachsenen suchen natürlich auch mehr online. Deswegen, ja, Oma und Opa suchen seltener online nach einem Geschenk für das Enkelkind. Deswegen, ja, ist natürlich auch ein bisschen logisch, wenn man sich das überlegt, dass bei einem Online-Shop dann tatsächlich Dinge wie Flieger, Panzer, Schiffe tatsächlich dann eigentlich am meisten gekauft werden. Genau. Und dazu kommen dann auch eben hier die Gärten genau. Und Zhonghua Street von Xingbao. Auch die Wange-Sets laufen so langsam an. Da kommen jetzt auch tatsächlich mehr. Und ich denke mal, wenn Kader dann demnächst noch unser Portfolio ergänzt, wird da auch einiges los sein. Also wir sind ja so als Kinder-, familienausgerichteter Shop erstmal gestartet, haben dann ja die erste Zeit dann genutzt, dann langsam auch die Militärsets oder Erwachsenensets quasi nachzurüsten. Und ja, also in der Online-Welt würde es wahrscheinlich ohne diese Sets nicht so gut funktionieren. Und welche bringen am meisten? Das ist ganz unterschiedlich. Da kann man jetzt weder an den Hersteller noch irgendwelche Sets hervorheben. Im Endeffekt, aber das ist eigentlich überall so, je größer das Set ist, desto mehr hat man im Endeffekt auch als Händler davon.
Dann kommen wir vom Laden zum Kanal zurück. Wir haben da noch eine Frage, und zwar Versand in die Schweiz, ob wir den anbieten werden. Also momentan nicht. Ich habe mal nach den Versandkosten geguckt, nicht nur bei DHL, sondern auch bei anderen Compadres in der Versand-Dingens-Star-Branche, also Hermes und GLS und sowas. Das ist alles verdammt teuer. Obwohl die Grenze hier um die Ecke ist und ich es quasi rüberschmeißen kann, wollen die dann trotzdem da irgendwie 20 Euro aufwärts. Das heißt, das lohnt sich für die Kunden in der Schweiz erstmal so primär nicht. Alle, die grenznah wohnen oder auch schnell an die Grenze irgendwie kommen können, haben natürlich die Möglichkeit, das entweder dann bei uns direkt abzuholen, nächstes Jahr in den Laden, also einkaufen zu gehen, ganz normal shoppen. Oder es bestünde natürlich auch die Möglichkeit, wobei sich das dann eigentlich auch, ja, wäre sinnvoll, wenn man eh zu dem Laden kommen kann. Man könnte sich jetzt halt noch an der deutschen Lieferadresse hier in Konstanz dann liefern lassen, aber dann kann man halt auch 2 Kilometer mehr fahren oder halt ein paar Kilometer mehr fahren und es sich hier abholen, beziehungsweise dann eben voraussichtlich dann in Singen, dann halt 30 Kilometer. Also das, ja, lohnt sich nicht. Wenn es soweit ist mit dem Laden nächstes Jahr, werde ich nochmal gucken, ob es irgendwo Konditionen gibt, Versand in die Schweiz, aber leider ist die eben nicht in der EU, weswegen sich das die Versanddienstleister enorm bezahlen lassen. Ich kann natürlich. Oder natürlich die Schweiz tritt einfach schnell der EU bei. Ja, dann wird es auch günstiger. Was man natürlich nochmal gucken könnte, ist, ob es für mich die Möglichkeit gibt, das quasi in Kreuzlingen abzugeben auf der Post in der Schweiz direkt. Ob die das machen, ja, ob das irgendwie erlaubt ist. Ich muss es dann halt über die Grenze bringen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss ich mich schlau machen, ob es da Möglichkeiten gibt, das so ein bisschen. Also, keine Ahnung. Also, ja, ist in der Prüfung momentan einfach aufgrund der Versandkosten. Bringt euch halt nichts, wenn ihr für 20 Euro ein Set kauft und dann irgendwie 20 Euro Versandkosten draufkommen. So, dann kommen wir noch zu 2 Fragen zum Kanal. Und zwar einmal, was bringt die Werbung? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja gerade erst angefangen mit der Werbung, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Also genau dazu gerade nochmal was thematisch. Unsere Specials und unsere Wir bauen mit den Jungs Videos werden nicht monetarisiert. Das möchte ich einfach nicht, gerade weil die Wir bauen mit den Jungs halt dann eben auch nochmal für Kinder gedacht sind, mit der Familie zusammen zu gucken. Klar, wahrscheinlich guckt der ein oder andere auch mit den Kindern unsere normalen Videos. Normal. Normal sind sie ja nie. Aber ja, also der Sonntag sollte dann nach Möglichkeit, wenn es Wir bauen mit den Jungs sind, dann werbefrei sein und eben auch solche Specials wie jetzt und Updates auch werbefrei. Wir werden auch die Livestreams erst im Nachgang dann monetarisieren, also nicht, dass ihr dann irgendwie den Livestream gerade anschaut, wenn wir wirklich zu dem Zeitpunkt live sind und dann erstmal irgendwie eine Werbeeinblendung kommt. Ich hoffe, das kann ich überhaupt einstellen, aber das ist zumindest der Plan. Genau, was die Werbung bringt, ja, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Umsatz dann da so sein wird und wie genau das dann so alles berechnet wird. Es bringt auf jeden Fall ein bisschen Kleingeld in die Börse, in die Kaffeekasse quasi. Und davon kann man dann halt einfach so ein paar kleine Ausgaben, wie zum Beispiel unsere Rechtstexte, die irgendwie 10 Euro im Monat kosten oder sowas, also kann man damit halt dann mitfinanzieren. Einfach solche Kleinigkeiten oder die Sofort GmbH, also dass da hast du Fixkosten von 7 Euro und wenn dann halt das da zusammenkommt, dann ist das halt einfach ganz nette Hilfe nebenbei. Genau. Und ich kann aber auch nicht sagen, ob es jetzt mehr bringt, wenn die Werbungen komplett geguckt werden oder nicht. Das weiß ich vielleicht in 2-3 Monaten, wenn ich da mal so ein bisschen Erfahrung und dann eben auch Statistiken in YouTube gesehen habe. Genau. So, und dann kommen wir noch zu einer letzten Frage. Eine sehr interessante Frage, finde ich sehr schön. Was für einen Kanal oder was würden wir auf YouTube für Videos machen, wenn es keine Klemmbausteine gäbe oder wir nicht für Klemmbausteine interessiert wären? Ja, ich würde mal sagen, ich würde mit hoher Wahrscheinlichkeit backen. Ich backe für mein Leben gern. Da ich immer jemanden suche, der dann ja auch die ganzen Sachen essen muss, würde wahrscheinlich Sascha... Ich würde Kuchentester werden. Genau. Sascha macht einen Kuchentester-Kanal und ich den entsprechenden Backkanal. Okay. Ja, vielleicht. Also, würdest du doch was anderes machen. Ich glaube, wir würden getrennte Wege an der Stelle gehen. Ich hatte in den letzten Monaten, Jahren immer wieder den Hang zur, ich muss mich irgendwie veröffentlichen, selbst darstellen, keine Ahnung. Ich würde zocken, ich würde streamen und zocken. Also ich wäre dann irgendwie auf Twitch oder Mixer oder sowas unterwegs, vielleicht auch auf YouTube, keine Ahnung, wenn die Frau dann sich schon mit YouTube
kennen würde dann quasi, weil sie mit ihrem Backkanal gestartet hätte, dann hätte ich vielleicht von dieser Erfahrung profitiert und dann meinen Streaming-Kanal dort gemacht oder irgendwelche Let's Plays oder so, keine Ahnung. Aber ich würde auf jeden Fall dann mein momentan so gesehen zweitgrößtes Hobby, bis vor kurzem war es noch mein erstgrößtes oder mein größtes Hobby, dann da quasi umsetzen und zocken und streamen und da die Leute bequatschen. Genau, und nebenbei Kuchen essen. Ja, genau. Schon wieder gestorben, ich musste Kuchen essen, tut mir leid. Ja. Aber da ich gegen Sallys Welt mit Sicherheit keine Chance habe, ist es ganz gut, dass wir Klemmbausteine aufbauen. Da haben wir, denke ich mal, bessere Karten. Zumindest in der Kombination sieht es ja bisher ganz gut aus. Genau. Okay, das waren die Fragen. Danke nochmal dafür an der Stelle und ihr könnt auch so fernab irgendwelcher Specials gerne immer wieder Fragen stellen. Genau. Discord, Live-Chats, auch immer, wenn wir mal nicht gerade darauf hinweisen, immer raus mit den Fragen. Genau, Kommentare unten, alles möglich. Genau, so und jetzt kommen wir zu was Spannenden, denn wir möchten eben nicht nur Danke sagen verbal, sondern auch eine Kleinigkeit in Form von materiellen Dingen zurückgeben. Und nämlich unser Gewinnspiel starten. Ich zeige euch jetzt erstmal die Preise und dann kommen wir ganz kurz noch zu den Teilnahmebedingungen, was da so wichtig ist. Da muss man ja auch eben ganz besonders drauf achten. Und ja, fangen wir mal an. Da haben wir... Genau, ich halte es mal fest, bevor es umfällt. Ein Kubricks Mosaik mit Dino-Motiven in dem Fall. Genau, drei Dino-Motive, irgendwie 57 Platten, 1x1 Platten. Gibt es auch ein Video, also ich verlinke die Sachen auch alle nochmal unten, sowieso, damit ihr das euch nochmal angucken könnt. Und zum Großteil der Sets gibt es auch Videos, da könnt ihr dann auch gegebenenfalls bei Interesse nochmal gucken, was das eigentlich genauso auf sich hat. Ja. Nicht jeder kennt die Mosaike von Kubricks zum Beispiel. Genau. So. Dann haben wir von Sluban, den Forschungstruck aus der Space-Serie, gerade frisch rausgekommen, mehr oder weniger, jetzt schon auch wieder fast einen Monat alt oder so, aber für unsere Weltraumforscher. Jetzt wird es eng, immer größere Kartons. Genau, für die kleinen Köche, ihr habt es ja gesehen, Noah hat gebacken, gekocht, was das Herz begehrt, deswegen auch was für die Kleinen mit dabei. Genau, schieben wir mal vor den Panzer. So, dann von Blocky aus der My City Serie einen Abschleppwagen mit Wagen zum Abschleppen. Genau. Videos noch in Arbeit, aber an und für sich auch ein sehr schönes Set. Außer auch bei dem muss man sagen, dass das Auto, was dabei ist, eben auch etwas instabiler ist. Das ist ähnlich wie bei der Servicestation. Und dann auch von Kobi einen Flieger Sopwith F1 Camel. Genau. Ja, hier, ah ja, da. Da. So. Sturzflug. Jetzt bin ich schon, guck mal hier rüber. Ja, dann musst du in die Lücke stellen. Genau. Dann stellen wir den Panzer in die Lücke. So. Kommen wir dann zu den wichtigen Teilnahmebedingungen. Also, wir verlosen diese. 5 Sets, erst nicht ganz so leicht heutzutage. Und es wird 2 Auslosungen geben, also 2 Gewinner quasi. Und erstmal generell, ihr müsst mindestens 18 sein, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu dürfen. Seid ihr unter 18, aber 16 und älter, also zwischen 16 und 18, um es einfach auszudrücken, schickt uns eine Einverständniserklärung für die Teilnahme eurer Eltern an unsere E-Mail-Adresse spätestens bis zum Zeitpunkt der Auslosung oder ja, wenn es halt endet. Also wann es endet, steht auch in der Gewinnspielbeschreibung da unten. Videobeschreibung heißt das. Eieiei. Das ist ja unglaublich hier. So, berechtigt zur Teilnahme eben, Alter habe ich gesagt, Deutschland oder Österreich, Wohnsitz, ansonsten ja. Also ist einfach aufgrund der Versandkosten, alles andere würde ein bisschen zu teuer werden. Deswegen tut mir leid, zum Beispiel Minimal Bricks. Aber ja, geht leider nicht anders. Dann, was ihr machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Das Wichtigste natürlich. Und zwar einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Mit dem ersten Punkt, welches dieser Sets ihr dann gerne gewinnen möchtet. Wenn ihr dann gewinnt, bekommt ihr auch genau das Set, was ihr euch ausgesucht habt. Mhm.
Dann als zweites möchte ich gerne von euch wissen, was euch besonders gut an unseren Videos gefällt. Und als drittes, was euch an unseren Videos nicht so gut gefällt, beziehungsweise was wir vielleicht mal besser machen könnten oder dazufügen könnten, was euch vielleicht fehlt in den Videos, irgendwelche Informationen oder was auch immer. Ja, dann können wir da nämlich mal schauen, was da so die Meinung ist und uns da auch entsprechend mal was überlegen und anpassen und verbessern. Genau, das sind die drei Punkte in die Kommentare. Also, welches Set ihr gewinnen möchtet, was gefällt euch nicht oder können wir verbessern an unseren Videos. So, dann zur Sicherheit erwähne ich es hier auch nochmal. Die Auslosung ist dann eine Woche später nach dem Video im Livestream. Und genaues Datum steht dann eben auch in der in der Videobeschreibung, in der Teilnahmebedingung. Mein Gott. Und wir werden dann von euch die Adresse benötigen, um euch den Gewinn zukommen zu lassen. Den werden wir aber eben DSGVO-konform nur für den Versand benutzen, genauso wie eure E-Mail-Adresse. Für die Kontaktaufnahme werden wir nur im Rahmen des Gewinnspiels benutzen. Es wird nicht an Dritte weitergegeben oder für sonstige Werbezwecke benutzt. Genau. Wenn ihr dann kommentiert und entsprechend die Angaben macht, akzeptiert ihr die Teilnahmebedingungen. Deswegen lest euch bitte alles in der Videobeschreibung nochmal durch. Ja, dann würde ich mal sagen, Sascha hat alles Wichtige erklärt. Ich glaube schon, ich hoffe es. Sollte passen. Genau. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich noch sagen wollte. Also dann würde ich mal sagen, euch nochmal ein großes, dickes Dankeschön. Ihr seid der Wahnsinn. Wir freuen uns auf den Livestream. Dann jetzt quasi eine Woche nach Erscheinen dieses Videos, dann eben entsprechend abends. Ihr werdet das auch dann entsprechend noch angekündigt bekommen. Genau. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Baut was Schönes, bleibt anständig. Bis zum nächsten Mal. Ja. Mhm. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Kommen wir dann zu den Wichtigen an der Stelle.